So, willkommen zurück zu Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Wir stehen immer noch in Schloss Ensis? Ensis, genau. Wir haben gerade Relala umgelegt. Zu den Helmen zusätzlich gibt es übrigens noch irgendwie noch einen relativ langen Pferdeschwanz. Das ist nicht das richtige Wort. Pferdeschwanz wäre, wenn du die Haare so hoch machst. Also so. Quasi. So hier. Das. So denn, quasi. Sieht bei mir irgendwie mega dumm aus. Ich frage mich, ob das diese Metallding, ob das nicht wie mega schwer ist. Oh nein, da hinten ist ein Feuerriesen. Die haben auch noch nichts Gutes gegen die. Generell, was zur Hölle sehe ich hier eigentlich gerade? Das ist hier ein Riesenweg hier. Ugh. Skardu-Altus? Und hier fällt so Dunkelheit runter, ne? Und das läuft hier irgendwie komische Musik. Das kann nur gut sein, sag ich mal. Das ist überraschend, dass du diesen Thronsack kommt direkt hier rauskommen. So, das ist Dingens, oder? Leder, oder? Did you meet my compatriots? They're quite the congregation. From places as far and wide as you can imagine. Doubtless it have all come to blows at first glance. Were it not for the charm kindly Mikula put upon us. This is what allows us to serve together. The work of a living god. Ah ja. Der lebende Gott sorgt dafür, dass sie alle zusammenarbeiten können. Wie schön. Hornherold? True enough. In any other circumstance, he'd be at our throats. Long ago, Queen Marika commanded Sir Mesmer to purge the Tower Folk. A cleansing by fire. It's no wonder the Hornscent holds the Erdtree in contempt. That aside, man is by nature a creature of conquest. And in this regard, the Tower Folk are no different. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a war. But it's still a wretched shame. Ich habe keine Ahnung, was sie gerade beschreibt. Ich weiß nicht weder, wer der Hornherold ist, noch wer die Turmbewohner sind. Sir Mesmer ist zumindest halbwegs klar, das ist der Dude, der die Mesmer-Ritter anführt. Soweit so gut, aber der Rest? Absolut unklar. Sendschreiben des Mönchs. Und möge der Beste gewinnen. Oha. Ein Brief mit knapper Nachricht und einer Abbildung eines Mönchs, der die Hände zusammenhält. Sucht mich im Osten, wenn ihr den Weg des Kriegers folgen wollt. Wenn ihr mich findet, müsst ihr mich herausfordern. Worte sind überflüssig. Ah ja, super. You have a knack for timing, my fellow. Ah ja, schon wieder. I found the site of a new cross. Take this. Ah ja. Ah, wie viel sehen wir mit da? Mikula has said as much himself. He wishes now to throw it all away. He says the act, though undoubtedly painful, will sear clean the Earth Tree's wanton sin. The truth of his claim can be found at each cross, which is evidence enough to earn my belief. Ah ja, okay, er meinte, Mikula selbst, das gleiche, was ich dem allen sagen. Was auch immer das wiederum bedeutet. So, was können wir denn mit dieser Karte eigentlich machen? Zeig mir die Standorte von Kreuzen. Simple von deinen Hornherolen aufgezeichnete Karte, kürzlich überarbeitet. Zeigt die Stand der neu entdeckten goldenen Kreuze auf, die Kreuze gleich mit Killers Fußspuren oder Grabstein, was immer er zurückgelassen hat. Das müsste ich jetzt selber abgleichen. Also er ist der Hornherold, weil er hat ja auch diese Dingens da aus seinem Kopf wachsen. Naja, gut. Gut, dann sind wir jetzt hier auf der anderen Seite und müssen wahrscheinlich jetzt erste Tag des Tages dahin reiten. Wir sind jetzt komplett nicht da, wo ich dachte, wo ich rauskomme. Und vor allen Dingen sind wir irgendwie ein bisschen vom Kurs abgekommen, weil eigentlich sollten wir hier irgendwo sein, ne? Also dieses DLC ist schon relativ groß, sag ich mal. Von Anbetracht, dass wir gerade in Episode 22 sind und da unten ist ein... Das ist größer als... Der hat keinen Kopf, oder? Der ist irgendwie größer als die restlichen von der Bande. Da hinten ist... Was genau bin ich da sehend? Na, da kommen wir bestimmt noch hin. Na gut, wir haben also Skardus Altus erkundet. Ich dachte mal, Altus steht für irgendwas, aber anscheinend ist das Altus-Plateau, beschreibt es eher... Wir könnten hier runterkraxeln, wenn wir denn wollten. Da hätten so ein Dude mit einem Pferd. Oh ja, ich liebe ja Dudes mit Pferden. Ja, reiten wir erstmal zum Dings hier, zum Bauplan der Landschaft hier. Mit Bauplan mache ich natürlich Landkarte. Worte! Okay, es gibt mehrere von diesen Reitern. Also hier ist rechts ist ja noch einer. Der Feuerriese steht tatsächlich statisch da und stapft nicht durch die Gegend. Das ist mir beruhigend, denn das ist ein Camp. Müsste ich ja, wenn du doch mal anfangen, die Viecher mal zu besiegen. Die Wicker Man. Ich dachte übrigens lange Zeit, dass das Wicker Man so ein
Hätte ich nur die Skate. Ja, das wäre berechtigt. Skado, Skado Altus. Ah ja. Ach so. Okay, also der Baum selber ist gar nicht richtig betretbar, sondern der ist nur... Der ist quasi Teil der... Also wir haben, glaube ich... Also es fehlen noch zwei Karten. Ja, Wickerman. Ich dachte immer, das wäre irgendwie so ein Eigenname oder so. Weil es ein bisschen wie Wicked, Wicked klingt, aber... Das heißt einfach nur Stroh. Komm, komm! The fuck? Hallo? Darf ich nochmal was machen? Ich fühle mich gerade sehr verarscht. Ich konnte nichts tun. Also wirklich, ich könnte nicht mehr aufstehen. Habe mich so langsam erhoben, er hat mich einfach geschlagen. Das hat mich auch nicht rausgebracht und dann war ich tot. Okay, warte mal, vielleicht sollten wir vor allen Dingen erstmal den Punkt hier anreisen. Das ist nervig. Aber die Skadu-Fragmente liegen ja nicht nur... Ja, das ist auch völlig falsch. Das Vatorium wollen wir hin. Schwere Rüstung hätte euer Gleichgewicht, sodass das gegnerische Angriff nicht so leicht zurückwerfen können. Die beidhändigen Führer einer schweren Waffe hat einen ähnlichen Effekt. Ach so? Also der zweite Teil war mir tatsächlich nicht bekannt. Also ich kann hier nicht rein. Das war schon mal nochmal ein riesengroßer Anblick hier. Wahrscheinlich ist das letzte, würde ich jetzt zumindest mal vermuten, dieser Vistas, die wir so sehen. Habe ich eigentlich den... Ich habe den Wegpunkt hier nicht freigeschalten, ne? Himmlische Blutknospe. Das war wieder eine sehr kleine Entfernung zwischen Leuchtfeuer und Dings. Das werden wir uns gleich mal rächen. Eines Tages werde ich mich rächen. Und all diese Ritter ihre Knochen brechen. Das war überhaupt keine Melodie, weil ich nicht singen kann. Warum liegt mein Zeug ja nicht genau da? Oh, der kann nur noch zaubern. Welch Freude. Naja, ausgefährdet. Das ging wesentlich besser als gedacht. Das Pferd hat sogar Fleisch gedroppt. Wie schön. Und er ein Schmiedestein. Guti. Das sind also die Reiter. Was ist denn diese Feuer? Mesmers Glut. Oh. Hauptsächlich im Skado Alter zu finden. Schlangen und kabelartiger Glut. Materialzerstörung von Objekten. Hauptsächlich im Skado Alter zu finden. Als Überbleibsel von Mesmers Flamme, dem Symbol des Kreuzzugs, glimmt sie weiter, als würde sie über den Boden kriechen. Faszinierend. Das von Mesmers Armee besetzte Plateau, das voll Verlangen auf den Skadobaum im Nordosten schaut und nach seinem Gegenstück im Reich des Erdbaums benannt ist. In seinem Zentrum liegt das Schattenbergfried. Achso, das da ist der Skadobaum. Aber das Altusplateau hieß ja nicht Erdaltus. Naja, okay, also gut, das ist also alles hier parallel. Oh nein, ich werde sowas sterben. Ohne mich. Ich reite einfach weiter. Ey, da vorne hat es Bären, aber keine Runenbären. Ich glaube, ich muss noch mal ein ganz schönes Stück weit zurückreisen, um die... Das ist ein wirklich großes Schloss, fällt mir gerade so auf. Um mal mit dieser Drachenstory noch mal weiterzukommen, weil das sollte ja eigentlich woanders sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es gibt hier auf jeden Fall noch wesentlich mehr als nur das... Folgen die mir noch? Nein. Gibt hier noch wesentlich mehr zu erkunden, als im ersten Blick... Also, als so der direkte Weg zu bieten wäre. Wir haben noch zigtausend Abschweifungen. Die meisten werden wahrscheinlich... Boah, ich könnte ja eine... Oh. Oh nein. Seht ihr diesen gar nicht mal kleinen Bären da? Es wäre vielleicht klug, erstmal die kleinen Bären loszuwerden. Da hat die auch aufgegeben, das ist gut. Ist das überhaupt ein Bär? Ja, wie schon, ne? Keine Ahnung, ob die Blutklinge hier die beste Waffe ist. Aber ich greife mal an, wir wahrscheinlich ein richtig schönes Fressbrett kriegen. Das ist Ralva, der große rote Bär. Ich sollte dringend aufhören, meine... Oh. Hm. Ralva, der große rote Bär. Wie schön. Oh, Marikas Fall. Wie schön. Ralva, der große rote Bär.
ich jetzt hier? Nein, Loot. Ein Lederhelm, Hochlandkleidung, Lederarmwickel. Das habe ich gerade gefunden. Beinwickel der Hochlandkrieger aus robustem Leder gefertigt, mit Riemen fixiert. Sie sind plötzlich mit einem Tierfell versehen, um den Träger zu wärmen. Die Hochlandkrieger sind als Bärenjäger bekannt. Für sie gibt es keine glorreiche Tat als die Unterwerfung eines wilden Tieres. Armwickel der Hochlandkrieger aus robustem Leder gefertigt. Die Hochlandkrieger sind als Bärenjäger bekannt. Im Kampf gegen wilde Tiere erlangen sie ihre Ehre und Respekt. Das heißt, in der Kleidung des Hochlandkriegers gewobenen Stoff, der mit einem blau gemusterten Tuch verziert ist. Helm der Hochlandkrieger aus verschiedenen Lederstücken gefertigt. Die weiße Gunst verkörpert ihre Heimat. Ah ja. So, wo ist jetzt Ralva hin? Achso, hier oben bin ich. Die Lichtstimmung hat sich auch leicht geändert. So, diesmal nicht komplett durchspammen, dann wird das glaube ich auch was. Oh, ich vergaß, dass der Bär AOE kann. Au. Ironischerweise ist der Bär trotzdem viel schwächer als ein... als ein Ruhm. Oh, ich bin aus dem Tor. Als ein Ruhmbär, ne? Oh, was kommt jetzt? Na gut, aber mit der Träne ist das ziemlich einfach. Oh, der hat aber auch noch eine Fenrasse auf, ne? Lass dich noch dumm sterben und einfach warten auf, bis die Träne das hier beendet. Yay! Ja, die Träne macht schon ein bisschen was einfacher. Ralvas Pelz. Cool. Macht der was oder ist der einfach nur Fashion Souls? Der Pelz von Ralva, den großen Rotbären, der ohne Veränderung auf den Kopf getragen wird, verbessert Anrufungen, die scherzhaft Bärenkommunion genannt werden. Dieser unbehandelte Pelz, der am Ende eines blutigen Kampfes gewonnen wurde, machte aus einem wilden Bären einen Krieger. Ja, definitiv. Vor allem hängt da noch so eine halbe Klaue dran. Ne? Die Bärenkommunion. Das ist eine Anrufung, ne? Ah, das klingt auch sehr interessant. Also mit dem Schar jetzt hier nicht, aber ich habe ja noch einen anderen. Für den Koop One. So, okay, das Wasser hatten wir. Jetzt kommen wir nach... da. Ja, gehen wir nach da erstmal. Das sieht aus wie ein Ort, den wir bereisen wollen. Auf meinem linken Bildschirm ist eine Webcam, also meine Arbeitswebcam. Und die, immer wenn hier so ein Windstoß kommt, dann da liegt so ein, da ist so ein Brillenputz so drauf, um die zu verbergen, weil ich paranoid bin. Und immer wenn hier so ein Luftzug von hinten kommt, der mega angenehm übrigens ist, dann flappt aber auch das Ding. Ey, das sind brennende Hunde. Oder der hat extra viel Seele, ne? Warum hau ich denn mein Schild zu? Bin ich des Wahnsinns? Oh. Oh. Ich fällt gerade auf, dass ich relativ viele Seelen habe. So, hier sind noch mehr von diesen Reitern. Ich versuche mal, ob ich die irgendwie ignorieren kann, weil ich habe eigentlich keinen Bock auf die. Okay, was bin ich hier sehend? Hier ist nochmal so ein Turm, aber ein kaputt. Und ein weiterer Skado-Baum, der mich stärker macht. Durin vom Morth. Aha, aha. Okay, der Bärenpilz ist schon irgendwie witzig. Aber irgendwie nicht direkt mit der Kombination mit der Rüstung hier. Ich hätte gerne die von Leder, weil die hat einen ganz... Oh. Yay. Ich kann sogar nochmal leveln. Warte mal. Kraft bringt der RP für Kondition Level, ne? Ja. Für noch mehr maximales Ausrüstungsgewicht, wenn mir sonst nichts besser sein fällt. So, wer ist er jetzt wieder hier? Punkt, Punkt, Punkt.
Hm. Ich verlange es, große NPCs, die dir nichts zu sagen haben, umzuhauen. Hier rennen wieder die rum. Wow. Ich wollte sie ja sehr stylisch mit einem einzigen Move umhauen, aber es ging halt einfach nicht. Ruin von Morth. Morth hatte einen kleineren Unfall, nehme ich an. Ich meine, so richtig viel übrig ist nicht mehr, außer dass es anscheinend mal sehr große Türme hatte. Oh, hier ist ein... Oh, ist das wieder so eine Kraterstadt? Nein. Diese Tür ist leider kaputt. Nein, eine meiner wertvollen Vulkantöpfe. Oh. 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 Also Morth ist in der Tat einer von diesen Orten, die irgendwie in eine... Zerschmetterter... Macht er, dass ich Steine stärker werfen kann? Zerschmetterter Ankerstein verstärkt die Wirkung von Tritt- und Stampftalenten. Sehr spezifisch. Dieser Stein sind spirituelle Anker, die den Boden an Ort und Stelle halten und die Wut von Erdbeben dämpfen sollen. Als dieser Stein zerbrach, stürzte die umliegende Stadt in die aufklaffende Erde. In einem Bericht heißt es, dass der Mond selbst hinabgestürzt sei. Oh nein! Ich hab die böse Ahnung, dass wir nicht das letzte von Renala gesehen haben. Wir kommen aber nicht runter, oder? Also das ist hier nicht. Also das Ding, das war quasi der Anti-Erdbebenstein und der wurde leicht überlastet und dann sind Dinge passiert? Also das ist bestimmt jemand mit mehr Kreativität als ich, kann sich bestimmt hier noch eine bessere Geschichte ausdenken vom Morth, aber vielleicht erfahren wir noch so 3, 4 Informationen, die wir noch zu einer interessanten Geschichte da war ja noch ein Gegner. Hier rennen unfassbar viele Trashmobs rum. Ist mir nicht so ganz klar, ob das jetzt Geister sind oder ob das einfach nur irgendwelche sehr verschatteten Typen. Weil irgendwie von dem Skadu-Baum fällt ja auch irgendwie Schatten runter. Wie weinen die hier so ein bisschen? Also dieses ständige Weinen bis in alle Ewigkeit ist ja mehr so ein Geisterding. Schattenreich, Runde 3. Yay. So, und da kommen wir wieder zum Loch, oder? Ja. Hey, die Sonne geht auf. Oh. Wenn sie nicht die ganze Zeit am Rumheulen würden, würde ich die Hälfte von denen noch übersehen. Können wir da vielleicht irgendwie rein in die Bude hier? Nee. Vielleicht doch. Ist das hier die andere Seite, die wir vorhin von oben gesehen haben? Das sieht sehr, das ist ganz schön tief. Aber glücklicherweise ohne Schaden übernommen, überlebt. Weißfleischpilze. Hervorragend. Das sind quasi die... Schön, dass diese Ruine übrigens irgendwie zwar in den Boden versunken ist, aber... Rüstet hat Faden. Aha. Kann ich mir ein Fluchtseil draus bauen oder was? Ich hatte überlegt, ob ich nochmal zu diesem einen Ritter in den Keller latsche. Also der ganz am Anfang, jetzt wo ich ein paar Skadu-Bomb-Dinger gefunden habe und vielleicht jetzt bessere Chancen gegen den Dude habe. Weil letztes Mal hat der mich ja ganz schön deklassiert. Vielleicht wird es jetzt besser. Weil den muss ich ja zwingend solo legen. Aber ich habe hier gerade ein neues Erkundungsprojekt gefunden. Ich glaube, jetzt sind wir unten. Was ist denn jetzt? Ah ja, genau. Wir sind genau da, wo ich dachte, wir sind. Weil wir waren ja gerade da oben irgendwo. Und jetzt sind wir hier unten, logischerweise. Ist die Frage, ob jetzt hier gleich nochmal eine riesengroße Untergrundstadt losgeht. Also so quasi so... Oh, fucking hell, was sind die denn alle? Lass mich kurz mal ein Estus schlucken und dann können wir darüber nachdenken, wie nervig ihr alle seid. Haben wir die Dudes schon? Oh, gibt Estus-Restor. Und wir finden einen goldenen Bogen. Das ist bestimmt, was die gezaubert haben, oder?
Zauberei der Inquisitoren des Turms, die als Anrufung der Spirale gewirkt wird. Ein Schwung mit den Armen setzt eine Reihe goldener Lichtbögen frei. Durch das Aufladen versteckt ihre Wirkung. Die Bögen ähneln Stacheln einem bekannten Symbol für Zwangsverhörung. Glauben 22. Uiuiui. Was mir gerade so einfällt, jetzt die Frage, ob hier gleich noch eine zweite Stadt runterkommt oder nicht. Mir fallen gerade folgende zwei Sachen noch mal ein. In früheren lustigen Taschenbüchern und Mickey-Maus-Dingens gab es manchmal den Subplot, dass unter Entenhausen quasi das alte Entenhausen liegt. Dass quasi Entenhausen auf Entenhausen nochmal rumerbaut wurde. Und ich habe neulich die Dresden Files gelesen, also benannt nach dem Charakter Harry Dresden und nicht nach der Stadt Dresden, was mich früher mal übel verwirrt hat. Und das spielt in Chicago. Und ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich nehme an, es hat schon irgendwie so einen Hintergrund. Das echte Chicago ist anscheinend auch auf nicht so stabilen Boden gebaut. Und unter Chicago ist quasi noch mehr Chicago. Und es könnte sein, dass die Stadt hier auch so ist. Wir haben auf jeden Fall eine Schattensonnenblume gefunden. Eine große Blume, die in Richtung des Gardubaums blüht. Material zur Herstellung von Objekten. In der Nähe des Gardubaums zu finden. Diese Blume, die im Schatten verschleiert und von unumgänglichen Dornen übersät sind, durchfährt reinste Helligkeit. Nicht unnötig im Gardubaum. Geht doch. Erinnere mich an Arkham. Stimmt, Arkham ist ja auch auf Arkham erbaut. Ja, genau. Das ist halt das Konzept. Also quasi. Vielleicht ist ja Morth auch auf Morth erbaut worden. Quasi immer mehr Stadt kommt. Stimmt, Arkham ist ja auch so eine Stadt in Stadt in Stadt. Und wir stehen gleich wieder vor einer von Miquella versiegelter Zugang zum irgendwas. Und wir kommen da. Siehst du, der fährt gerade in der Kanalisation hier unten in Beloram oder wie auch immer die komische Stadt hier hieß. Moor. Im Belorat der Turmsiedlung. Das sind anscheinend die Turmbewohner. Der Turmbewohner ist anscheinend seine eigene Fraktion. Da gab es ja auch noch so eine Kanalisation, die wir noch nicht weiter gesehen haben. Da kommt man nicht irgendwie schneller, klettern. Die Leiter sieht aber so aus, als hätte irgendjemand nach allem Unglück hier aufgestellt, oder? Da oben ist Sonnenlicht. Kommen wir jetzt einfach nur ganz oben in irgendeinen Turm raus? Also wir kommen wahrscheinlich eher nicht in... Reicht jetzt. Achso, nee, wir sind komplett woanders. Okay, gut. Bonydorf. Ist das quasi das Äquivalent zu der Gefäßstadt? Man, hier stehen schon wieder echt viele Kriegsgefäße rum. Wir können hier Viecher beschwören. Das ist mal ein gutes Zeichen dafür, dass gleich irgendein Gefäß anfängt aufzustehen und zu hauen. Vielleicht will ja mit uns reden. Die Springmausviecher haben gerade die... Oder wurden die Leute hier zu Kriegsgefäßen verarbeitet? Müssen sie erstmal ihre fleischliche Masse aufgelöst und dann... Schwerer gesprungener Kopf. Sehr gut. Aua. Moment mal, wer bist du denn? Der hat diese Killer-Kill-Waffe. Also Killer-Kill, wie heißt die denn? Killer-Kill heißt die, glaube ich. Ist ein Anime. Hätte jetzt gelacht. Und ich habe, glaube ich, wirklich nur die erste Folge gesehen, oder zwei. Und auf jeden Fall gibt es da so ein komisches Scherenschwert, was irgendwie voll gut ist. Und... Der Hauptcharakter hat eine Hälfte des Scherenschwerts oder beide? Und dieses Messer, was der Charakter, der gerade links angewackelt kommt, hat, ist halt, sieht so ähnlich aus. Finde ich. Ziemlich der große Herrscher. Ja, lass uns random Viecher hauen, die hinter mir stehen. Droppt der große Herrscher irgendwas? Was seid ihr denn alle?
Hat ja irgendwie was befriedigend, sich durch die Menge hier durchzukloppen. Ich nehme mal nicht an, dass der große Herrscher hier der große Boss war, oder? Weil... Wir haben jetzt erstmal nichts gefunden, was irgendwie... Was jetzt hier übermäßig wertvoll war. Ich brauche eine Rune. Ich könnte die ganze Zeit noch eine Träne hier beschwören oder halt irgendeinen Geist. Ich glaube, ich war prinzipiell besser damit. Wenn ich hier runterspringe, würde ich sagen. Was ist denn das hier für ein Wasser? Oh, Scherben meines lebenden Gefäßes. Scherben meines lebenden Gefäßes. Menschenknochensplitter, wie schön. Was soll auch immer ich hier bin, ne? Das hat man davon, wenn man in irgendwelchen Tunneln daherläuft und dann irgendwelche Ketten runterspringt. In der Hölle bin ich denn hier? Achso, ich kann reiten. Wie soll ich das mal tun? Das könnte sich jetzt gute Idee herausstellen. Ja, ich glaube, wir kommen hier einfach wieder hoch, oder? Ja. Mit dem Pferd hätte ich auch einfach über die Brücke springen können, fällt mir gerade so ein. Aber so richtig irgendwas Bossartiges habe ich hier... Ach, hier ist noch so einer. Okay, von denen gibt es anscheinend mehrere. Das wird zumindest erklären, warum der erste so leicht kaputt ging. Oh nein, ein Hund. Die... Oh, Picke. Die Anwesenheit des Hundes verschlimmert die Situation hier erheblich. Stimmt, das Ding hatte Life und Hit. Der Schlüpper, den dieser Charakter anhat, ist ganz schön cheeky, fällt mir gerade so an. Auf. Aber wieder gestorben. So elend, aber auch. Okay, das ist das Bonidorf. Ich weiß immer noch nicht, was. Oder Bonidorf, was auch immer das bedeuten soll. So, dann gucken wir erstmal, ob die Dudes hier auch respawnen. Check hier einfach durchlaufen, ne? Bis jetzt habe ich hier auch wenig gefunden. Ah, okay, die respawnen anscheinend. Boah, das reicht, glaube ich. Nee, das reicht wirklich nicht. Okay, die respawnen. Okay, dann brauche ich wohl nicht damit rechnen, dass die was droppen. Oh. Also wie automatisch das anvisieren? Hör doch mal auf hier! Hallo! Nein, ich mache. Also dadurch, dass es hier so ein bisschen dunkel ist. Oh, ein schwer geschwungener Topf. Also zumindest so in Sachen Topfmunition fahren wir hier sehr gut. Was ist das hier? Da haben wir einen gelber Stein, oder? Das sah für einen kurzen Moment so aus, könnte ich hier irgendwie was. Nee, okay, ist auch ein gelber Stein. Das sah für einen kurzen Moment so aus, könnte ich hier was beschwören. Da hinten in dem Haus liegt noch was. Ha. Alter! Es ist krass, wie diese Hunde einen komplett rausnehmen können. Ja, aber ansonsten aus ist hier jede Menge innere Gefäße rumliegen, ist hier echt nicht viel los, ne? Ritual. Was halt auffällig ist hier, dass hier diese... Da oben kleben wir noch mehr Töpfe dran, dass hier diese großen Dinger stehen, ne? Diese großen Masten, von denen die Töpfe runterhängen. Das ist halt relativ unklar, wofür. Und dadurch, dass es hier so dunkel ist, ist es schwierig, hier irgendwie klar zu sehen, finde ich. Oh, fuck. Alter, warum kann denn der mit seinem scheiß Riesenschwert so schnell zuschlagen? Das ist schon mal der erste. Okay, sie bringen noch 3000 Seelen. Das ist jetzt nicht so... Oh nein, Hunde. Jetzt nicht so.
Warum visiert das Spiel denn irgendwelche Gegner da hinten an? Das verstehe ich ja nicht. Was soll denn das? Die sind ewig weit weg. Hallo. Ich hätte mich jetzt sehr aufgeregt, wenn so ein Steinewerfer mich jetzt umgebracht hätte. Das sind wirklich viele Steinewerfer. Ich komme nicht voran, weil die Leichen mich blocken. Ja, aber so richtig den Sinn dieses Ortes habe ich auch noch nicht entdeckt, ne? Das ist halt jetzt hier irgendwie... Oh nein, weiterer Hund. Ich würde gerne die Hunde vorher töten, bevor ich mich mit dem Herrscher anlege. Der Schlag macht leider relativ viel Schaden. Zumindest können die bluten die gut. Uah. Wenn ich den töte, habe ich alle drei weg, ne? Ändert das was? Nö. Es ist doch nicht so richtig gesagt, ob jetzt alle drei zu töten jetzt auch wirklich so die, jetzt die Großtat war. Meine Fresse. Ich glaube, ich komme auch gar nicht wieder zurück. Na gut, die respawnen eh. Das sind welche Hunde und hier liegt. Fertig, Gästeasche. Na, immerhin. Ja, gut. Ja, dann war das auf jeden Fall jetzt das Bonnie-Dorf und Morth. Ist eigentlich beides gleichzeitig passiert. Und würde ich sagen, machen wir an der Stelle einfach mal den Cut. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht beim nächsten Mal irgendwie noch rauskriege, was hier zu tun ist, weil bis jetzt sieht es hier irgendwie so aus, als. Weil das hier halt vor allen Dingen größtenteils Kulisse mit so ein paar Gegnern, die einen Namen haben. Und ich komme echt nicht wieder hoch, ne? Also ich komme zwar auf der Seite hier easy hoch, aber auf der anderen halt nicht. Bisschen Weg ohne Wiederkehr. Ach, was, so, warte mal. Vielleicht kommt man da nur hin, wenn man auf die andere Seite, wenn man halt diesen Kanal über Mord läuft, den ich gelaufen bin. Und das ist der eigentliche Trick oder Wert. Ja, eigentlich kann man... Ach, ich habe keine Ahnung. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ich wünsche euch was. Habt noch einen wunderschönen Tag.